MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. In Episode 7 sehen wir, wie Kylo Ren gewissermaßen struggelt zwischen der dunklen und hellen Seite. Snoke bringt ihn dazu, seinen eigenen Vater zu töten und Kylo wird statt stärker dadurch nur schwächer, was man anschließend in Episode 7 und 8 sehen kann. Außerdem macht der Vader-Fanboy mit seiner Gewalt gegen einen Familienmitglied wie gewohnt seinem Idol nach. And now, Your Highness, we will discuss the location of your hidden rebel base. In Episode 8 sehen wir dann, dass Kylo es nicht schafft, das Schiff zu zerstören, in dem seine Mutter drin ist, und das nicht, weil er es nicht schaffen kann, sondern weil er es nicht schaffen will. Seine Gespräche mit Rey zeigen dann zunächst auch, dass Kylo womöglich wieder zur hellen Seite zurückkehren könnte, was Rey auch denkt. Nachdem Kylo dann nicht Snokes Anweisung nach Rey tötet, sondern der gerissene Bursche Snoke halbiert, denkt man für kurze Zeit wirklich, der Boy wird zur hellen Seite zurückkehren, zumal Kylo zusammen mit Rey auch noch die Prätorianergarden bekämpft. Doch dann kommt die folgende Szene. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Mit vereinten Kräften können wir diesen tödlichen Konflikt beenden und der Galaxis Frieden und Ordnung wiedergeben. Ach ja, nur dass statt Vader sein Fanboy dort steht und das zu Rey sagt und nicht zu Luke. Und man merkt plötzlich, das Töten Snokes war wohl nicht der entscheidende Schritt für seine Rückkehr zur hellen Seite, sondern der klassische Sith-Akt, in dem der Schüler den Meister abmurkst, also der größte Ehrenmann-Move wie gewohnt. Luke und Leia sind sich derweil einig und glauben, dass es für Kylo zu spät ist. Wenn das wirklich der Fall ist, dann stellt sich die Frage, woher hat der Fanboy eigentlich seine Kaltblütigkeit? Ja, das ist doch ganz klar! Oh. Okay, nein, das wird wohl nicht der Fall sein. Aber dann wohl von dem Boy hier. Yes, I bet you have. Jedenfalls, wenn man sich Episode 8 so anschaut, scheint laut Film Kylo zu einem Emo-Level over 9000 gekommen zu sein. Er hasst alles und jeden, vor allem Luke. Also was heißt das jetzt? Wird Kylo wohl zur hellen Seite zurückkehren oder nicht? Zuerst einmal, nachdem er so viele boshafte Dinge getan hat, unschuldige Zivilisten töten. Tötet alle. Und vor allem seinen Vater, glaube ich nicht, dass er einfach so zurückkehrt und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das würde Disney, denke ich, nicht tun, da sie so viele Fans verärgern würden, vor allem die Han Solo Fanboys. Andererseits glaube ich aber auch nicht, dass sie den Sohn von zwei sozusagen Helden, also gute Seite und so weiter, ihr wisst Bescheid, komplett und wahrlich böse werden lassen. Ich glaube, dass außerdem diese telepathischen Gespräche zwischen Rey und Kylo schon zu etwas führen werden. Ein weiterer Aspekt, der dafür sprechen kann, ist zudem, dass Vader durchaus schlimmere Dinge getan hat und letztendlich auch nicht als Sith Lord starb. Ich denke, in Kylo Ren gibt es noch etwas Gutes tief in ihm verborgen, allerdings hat er einfach zu viele schlimme Taten vollbracht, um dass dieses Gute so einfach hervorscheint. Ich denke, da wird durchaus in einer gewissen Weise eine Rückkehr Kylos stattfinden, aber nicht in dem Sinne, dass er mit allen cool sein wird. Gerade nach dem, was er alles getan hat, gestaltet sich das eher schwierig. Also glaube ich, dass er letztendlich sich für Rey irgendwie opfern wird. Vor welcher Bedrohung er sie damit verschont, kann ich logischerweise nicht genau sagen. Aber dadurch kommt es zu Kylo Rens Rückkehr und er bezahlt gleichzeitig so für seine dunklen Taten der Vergangenheit. Wäre durchaus ein trauriges Ende meiner Meinung nach, da mir der Charakter Kylo Ren gut gefällt, aber es passt halt. Und ironischerweise wird er dann auch genau wie sein Idol Darth Vader, das was er sich schon immer gewünscht hatte, nur halt nicht so wie er es sich anfangs vorstellte. Jo Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr in der Lage seid, eure Meinung konstruktiv in die Kommentare zu schreiben, dann Glückwunsch, tut das gerne. Ich weiß, dass meine Abonnenten das können, aber es schauen wohl nicht nur meine Abonnenten meine Videos. Insofern musste das mal gesagt werden. Ansonsten checkt meine Links ab zu MMOGA. Alle möglichen Spiele sind extrem reduziert. Ein Beispiel ist Battlefront 2. Also wenn ihr das nächste Mal vorhabt, Spiele oder Spielzubehör zu erwerben, dann könnt ihr mich gleichzeitig supporten und sparen. Ist aber natürlich vollkommen optional. Danke fürs Einschalten. Ansonsten haut rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.